So mal ein Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse. Und na, kennt ihr das noch? Kennt ihr das noch? Das, meine Freunde, ist Path of Exile und es geht wieder los. Für alle, die es noch nicht wissen, am Freitag startet eine neue League. Unter dem Namen heißt das, es geht hier praktisch um den Bankraub, den wir hier planen und so weiter. Kann also das League-Thema klingt einmal sehr, sehr interessant von den Möglichkeiten her, die man hier hat und von den Koordinationen und natürlich auch von den Patch Notes Updates. Ihr wisst ja, die letzte League, das mit den Garten, das war jetzt für mich persönlich nicht so meine League. Es war auch eine etwas kleinere und jetzt kommt hier wieder mal so ein großer Knaller, auch mit jeder Menge Änderungen, auch mit ein paar Nerfs, also für die, die vielleicht gerne mal diesen Spellslinger und so gespielt haben oder aber so eine Necro-Build, die müssen ein paar Einbußen hinnehmen. Also laut meinen Kontakten, nenne ich es jetzt mal, ist es durchaus noch spielbar, aber performt etwas schlechter als das, was man vielleicht früher gewohnt war, wo es halt hieß, hier, jo, hier wird durchgeballert und die Sache hat sich dann erledigt. Also das soll es ein bisschen schlechter performen, aber das werden wir uns natürlich dementsprechend anschauen. Es wird vielleicht sowieso mal Zeit, auch weil jede Menge neue Skills und so weiter mit reinkommen, eine komplett neue Skillung zu versuchen oder das Ganze zu spielen. Was für euch wichtig ist, es werden viele Leute wieder neu einsteigen. Bedeutet also vor allem für die, die noch nie, so ich muss das nochmal wegklicken. Falsch geklickt. So. Für die, die noch nie BOE gespielt hat, haltet euch bitte an den roten Faden. Der rote Faden durch BOE. Also das fängt damit an, wie ist das ganze Spiel aufgebaut, wie findet man einen leichten Einstieg, warum holt man sich direkt am Anfang schon einen Lootfilter, weil es fallen in BOE tausende Items, wobei zehntausende davon nie gebraucht werden. Das wird alles weggefiltert. Wie sieht das mit der Levelphase aus? Die ist natürlich deutlich länger, als es zum Beispiel in Diablo 3 der Fall ist. Und was macht ihr, wenn ihr die Levelphase hinter euch gelassen habt? Also, wie holt ihr die Skillpunkte, die ihr garantiert verpasst haben werdet, so wie ich immer? Was macht ihr für ein Labyrinth? Was macht ihr für ein Pantheon? Und wie funktioniert das Ganze dann mit den Maps? Also der rote Faden für alle, die wieder einsteigen oder vielleicht noch keine 1000 Stunden in dem Spiel haben, dies auf jeden Fall nutzen, damit das Ganze hier gut funktioniert. Wir werden das Ganze auch streamen, also ich habe ein bisschen Zeit, Gott sei Dank. Ja, wir werden auch die BOE-League-Start und so weiter alles mitnehmen. Was ich jetzt spiele, da bin ich mir selbst noch ein bisschen unschlüssig. Der Spellslinger hat mir jetzt persönlich nicht ganz so gut gefallen. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich ein Cyclone werden zu Anfang, weil der Cyclone halt super schnell levelt und wenn halt schnell durch die Akte bist, dann kannst halt auch schneller Currency farmen und dann mal abhängig von dem League-Thema, also von diesem Heist-Thema, wie das sich hier, da eignet sich ja nicht jede Klasse gleich gut. Mal gucken, was sich hier dann anbietet, um die neuen Items und auch Gems auszunutzen und dann vielleicht einen Wechsel auf eine neue Skillung zu machen. Aber es ist halt immer so, diese Sachen, die etablieren sich erst. Also es gibt ja so gesehen keine offizielle Testphase von Path of Exile, deswegen weiß man nie so ganz genau, was wird denn gut funktionieren. Was ich euch ans Herz legen möchte, ist bitte noch Path of Build, nee, BOE Builds, so, das war die Seite. Also BOE Builds, wo praktisch die populärsten Skillungen und so weiter drin sind. Hier aktuell vielleicht auch schon ein bisschen abgedatet, wo man dann sieht, okay, in welche Richtung funktioniert denn das Ganze? Wie funktioniert das Ganze? Und soll ich es in die Richtung spielen? Also zum Einstieg bilden findet sich halt immer ein Akis, Lightning Cast oder sowas, wo halt die Sachen gut erklärt sind, weil das ist nicht einheitlich. Das bedeutet, wenn man irgendwo draufklickt, dann kommt natürlich mal hier jede Menge. Und was ihr auf jeden Fall braucht, ist ein guter Skillbaum. Hier zum Beispiel die Gems, wie die verlinkt werden, welche Gems verlinkt werden, Pros und Kontras, okay, das kann man sich noch durchlesen. Und natürlich, wie denn soweit das Gear und so ausschaut, zum League-Start hin und. Und es gibt viele, die geben nur ein Path of Building Link dazu, aber manche haben hier auch ein komplettes Setup, wo man das dann natürlich auch wesentlich besser sehen kann. Ich sehe schon, es gibt hier echt schon einige 3.12er Updates. Da kann man vielleicht durchschauen, vielleicht ist da schon was Gutes dabei. Ja, also ihr könnt das Ganze auch sortieren, entweder nach Klasse, Spezialisierung, die ihr spielen wollt, oder nach Skill, weil es gibt ja bei BOE gibt es ja so Klassen
oder Builds, die wirklich nur auf einen Skill basieren, wo man sagt, okay, da hauen wir drauf und das nehmen wir mit. Also es wird auf jeden Fall spannend. Mal gucken. Aber vor allem, das Video ist eher für die, die neu sind. Es ist ganz normal, dass die Levelphase hier, weil ihr habt ja 10 Akte, dass die Levelphase hier länger dauert. Und bei Akt 5, wenn ihr Kidaver tötet, kriegt, müsst ihr mal wieder auf die Resis schauen. Das bedeutet hier, ob ihr, wie es von den Fire, Cold und Lightning-Werten ausschaut, dass ihr da immer über die 75% seid, weil wenn ihr Kidaver tötet, kriegt ihr hier ein Minus rein zweimal, weil sonst kommt ihr nämlich weiter und zack, werdet ihr umgemäht. Und noch eine kleine Side-Info: ab Akt 6 verliert ihr, wenn ihr sterbt, XP. Das heißt also, ihr könnt zwar kein Level verlieren, also wenn ihr dann auf 0 runterfällt, dann war es das, aber im Prinzip ist es so, ab, nicht dass ihr euch da wundert, deswegen auch das mit dem Resifix, ab Level oder ab Akt 6, keine Ahnung, was man da für ein Level hat, 40, 50 was, dann verliert ihr XP und da müsst ihr dann aufpassen und deswegen auch den Fix. Ja, das war's. Ein kleines Update. Ich habe erwähnt, dass die League startet. Ich habe erwähnt, dass ihr den Starter Guide hier nutzen solltet, damit ihr gut reinkommt. Ich habe erwähnt, dass sich das jeder mal anschauen sollte, weil wir bereiten uns langsam auch auf die große Erweiterung Path of Exile 2.0 oder halt 4.0 vor, was jetzt wohl Anfang nächsten Jahres dann kommen soll. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und irgendwann muss man einfach die Hürde nehmen. Ja? Also ihr dürft euch von dem Skillbaum hier nicht abschrecken lassen. Ja? Und wieder weg. Wieder da, wieder weg, wieder da, wieder weg. Egal. Davon lasst euch nicht abschrecken und hier mal gibt den ganzen einen Try. Es ist free to play, Standalone oder Steam. Also wer Steam hat, könnt ihr euch da runterladen. Oder sonst eben in Standalone hat ein paar Gigabyte weniger, ist genau das gleiche Spiel. Und dann seid ihr ganz gut dabei. So, jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.